Wenn Sie jetzt die Silage nehmen, Sie haben gesagt, mit der Schneidzange, was ist Ihnen da besonders wichtig? Also gerade hinsichtlich, das wird hier nochmal zwischengelagert in den Bunkern. Also ganz wichtig ist natürlich, dass wir ein ordentliches Silomanagement haben. Wir entnehmen immer mit einer geraden Schnittfläche. Natürlich schaffen wir nicht immer die komplette Front jeden Tag, ist ja klar, aber nach 3 Tagen versuchen wir eine Frontseite wieder in den Bunker zu haben. Ja, abgenommen zu haben, ja. Genau. Damit wir die Nacherwärmung im Silo natürlich vermeiden. Wenn Sie entnehmen, was ist der typische Vorschub? Also so circa 2 Meter. Und hinsichtlich Stabilität, Sie haben ja vorhin auch vom Siliermitteleinsatz gesprochen, wo hilft Ihnen da den Einsatz des Siliermittels? Ich denke schon, dass das Siliermittel die Silage stabil macht. Vor allem sehe ich auch gerade auch in Maissilage, was letztes Jahr eben recht schwieriges Erntejahr war. Die Wärme ist noch mit in den Stock reingekommen. Das Silagegut war auch teilweise warm. Ich habe mich auch gewundert, warum das noch warm ist. Wir führten dann Messungen durch und wir sahen dann, dass oben drüber kalt war. Also von außen kam die Kälte rein und im Stock drin war die Wärme. Ja. Und offensichtlich, das habe ich dann auch in den Bunker gesehen, wir hatten hier keine Nacherwärmung, was mich immer wunderte. Wieso wird es hier nicht wärmer? Offensichtlich konnte das Siliermittel, gerade die Essigsäure, dazu führen, dass die Silage eben stabil blieb. Einerseits ist natürlich die Stabilität der Silage enorm wichtig, insbesondere bei dem Fütterungssystem, das Sie im Einsatz haben. Aber auch natürlich die Schmackhaftigkeit des Futters. Wie sehen Sie das auch in Bezug auf den Einsatz von Siliermittel? Natürlich ist die Stabilität vom Futter A und O, damit die Schmackhaftigkeit erhalten bleibt und dann natürlich auch die Vorlagetechnik. Und das hat mich immer schon fasziniert, darum habe ich mich da dafür auch interessiert und dann letztendlich auch investiert, dass mir oft, so oft wie Sinn macht, dieses gute, schmackhafte Futter natürlich vorlegen können. Und das führt bei uns dazu, dass sie natürlich auch mehr fressen.